Neben altbekannten Ateliers, Projekträumen und Galerien können die Besucher des diesjährigen Zinnobers ein Spektrum an neuen Kunstorten bestaunen. Aufgrund der umfangreichen Vielfalt von knapp 60 Kunsträumen, welche rund 300 Künstler und Künstlerinnen ausmachen, fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Um Erleichterung zu schaffen, gibt es erstmals das Angebot eines Infopoints, wo Informationen zu Kunstorten, Führungen und weiteren diversen Angeboten des 21. Zinnoberwochenendes gewährleistet werden. Insgesamt gibt es zwei Infopoints. Zum einen befindet sich einer in der Städtischen Galerie Kubus, aber auch mitten im Zentrum Hannovers auf dem Kröpke besteht die Möglichkeit, sich zu informieren. Letzterer bietet einen wahren Blickfang mit Dominico Schmieders Installation Blase. Der Künstler erzählt uns, was ihn inspiriert hat, solch eine Konzeption tatsächlich handwerklich umzusetzen. Also mich hat inspiriert, mich selber eigentlich, weil ich für mich eine Schutzblase schaffen wollte. Deswegen heißt die Arbeit ja auch Blase, dass ich mir einfach, virtuell war für mich diese Schutzfunktion immer da und wollte sie halt einfach mal umsetzen. Die Installation aus Holz und Metall wird durch bunte Seile geschmückt. Doch auch dies hat seinen Grund, wie uns Kuschmieder verrät. Also die Seile ist jetzt auch wieder eine Form der Verbindung, einfach weil die Kabelbinder genommen worden sind und ich wollte halt noch eine andere Verbindung. Und Seil hat ja was Festes so, also es hat ja auch was Zusammenhalt, ist ja auch wie so eine Schutzblase, die muss ja auch zusammenhalten, die kann aber auch mal platzen. Wenn man in irgendeine Situation kommt, platzt sie natürlich. Und deswegen auch dicke Seile, dass man sieht, okay, es steht stabil, es ist halt da. Sofern man sich jedoch bereits einige Standorte ausgewählt hat, kann das Zinnoberhopping beginnen. Wir begeben uns in Richtung Kahlenberger Neustadt, um unser erstes Ziel zu erreichen, den Kunstraum C28. Dieser befindet sich in der Kahlenberger Straße 28 und lockt mit der Eröffnung der Ausstellung Laila von Johannes Büttner an. Ein düsterer Projektraum gefüllt mit Ausstellungsstücken, die einem fast schon fremd und recht außergewöhnlich erscheinen. Genau mit diesem Gedanken hat Büttner gearbeitet. Dann ist mir kurz danach ein anderer Artikel, den ich gelesen hatte, eingefallen, wo es um den Oktopus ging. Und zwar steht der Oktopus, wird da als eigentlich so das komplett andere beschrieben, während der Hund dem Menschen sehr nahe steht, wird da gesagt, der Oktopus sei eventuell ein Außerirdischer. Das war so ein bisschen der Hintergrund, beziehungsweise so die ersten Anhaltspunkte, mit denen ich mich beschäftigt habe. Schlicht, simpel und doch ausgefallen. Mijin Hyun stellt ihre Ausstellung Double Collision in der Turber Gallery im Stadtteil Linden, genauer in der Stephanusstraße 23, vor. Die koreanische Künstlerin verrät uns, was ihre Ausstellung so besonders macht. In meiner Arbeit geht es darum, dass das Publikum in der Ausstellungsraum sich bewegt und nicht mehr passiv bleibt und ja, aktiv als Akteur handelt. Dieses kuriose Konzept weckt das Interesse der Besucherin Anna Chavelier. Ja, also heute ist ja meine erste Veranstaltung. Ich habe die Zinnober heute zum ersten Mal kennengelernt sozusagen. Und ja, ich wollte einfach mal sehen, was es mit dieser Galerie auf sich hat und die junge Kunstszene von Hannover mal sehen. Ja, das ist eine spannende Sache, auch die Leute zu sehen in ihren Ateliers. Das finde ich sehr interessant. Leere Kassetten, welche als Hüllen für Kartenausschnitte und Patafix fungieren. Im Atelier Exhoch Plus im Köttner Holzweg 51 haben Nils Schumacher und Iris Schmidt die Möglichkeit, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Schumacher tobt sich handwerklich aus, während seine Kollegin diverse Leinwände gestaltet. Zusätzlich findet sich die künstlerische Ader der beiden in Lesungen der selbstverfassten Gedichte wieder. Das Atelier Exhoch Plus teilt uns mit, weshalb sie an Zinnober solch einen Gefallen finden. Weil Zinnober eine gute Plattform ist, zusammen mit anderen Künstlern und kreativen Leuten sich in Hannover zu präsentieren und einfach mal den jährlichen Output von so einem Atelier vorzustellen für mehr als unsere Freunde. In Hannover, genau. In Hannover. Und wir brauchen unbedingt noch einen Shuttle, um die anderen Kollegen zwischendurch besuchen zu können. Das vermissen wir, aber ansonsten ist super. Bis zum morgigen Tag haben Sie selbst die Möglichkeit, die verschiedenen Kunstorte, die das diesjährige Zinnober zu bieten hat, zu besuchen und somit die Stadt und ihre kunstgeprägte Szene kennenzulernen.